Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute die Kata. Hallo. Und wir befinden uns hier auf einer wirklich richtig, richtig coolen Troll-Map. Hier gibt es wirklich richtig, richtig coole verschiedene Trolls. Und Moment mal, Kata, wir haben hier verschiedene Farben. Also erstmal grün, dann gelb, dann orange, dann rot und dann pink. Und dann geht es hier weiter mit Diamant. Oh, das ist wirklich so, so, so cool. Und hier gibt es wirklich richtig, richtig verschiedene Trolls. Und warte mal, ich würde sagen, wir starten hier beim grün und zack. Und schau mal, Kata, wir sind hier beim allerersten Troll. Und der Troll sieht hier wirklich richtig cool aus. Und warte mal, willst du mal hier durchlaufen? Oh ja, und Moment mal, zack, zack, zack. Und, und Moment mal. Aua, das tut ja richtig doll weh. Und zack, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du bist gefangen. Nein, nein, nein. Oh, das ist hier wirklich ein richtig lustiger Troll. Man läuft hier durch und, naja, dann gehen die Pistons hier nach unten und du bekommst Damage. Oh, das ist so, so, so cool. Oh, Moment mal, du bist rausgekommen. Oh, ich hatte richtig, richtig doll Schmerzen. Oh nein, der Troll ist ja richtig lustig und... Oh, nein, jetzt bin ich drin. Kater, Hilfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Ich krieg die ganze Zeit Damage und... Oh, Dankeschön. Oh, sehr nice. Moment mal, der erste Troll ist ja wirklich schon richtig, richtig cool. Nein, nicht nochmal. Doch, doch. Und, oh, Mann, so ist das so cool. Der Troll gefällt mir wirklich schon so gut. Okay, okay, Kater. Dann würde ich sagen, wir laufen wieder zurück in die Mitte und gehen zum nächsten Troll. Okay, wir hatten jetzt hier den allerersten. Und jetzt kommt der zweite Troll. Ich bin so, so, so doll gespannt. Und zack. Und Moment mal. Was ist das denn hier? Katja. Hi. Oh, und schau mal, Kater. Das hier ist der zweite Troll. Und ich glaube, naja, wenn wir hier oben die Kiste öffnen, dann kriegen wir richtig doll Damage. Und da kommt Lava. Oh, wie cool ist das denn? Und oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist ja richtig, richtig doll lustig. Und Moment mal, zack, ich kann hier wieder drauf drücken. Und warte mal, so und so und so. Wenn ich jetzt hier oben bin und die Kiste öffnen will, dann mache ich die auf und es kommt von der Seite einfach Lava und ich komme hier nicht mehr zurück. Ich brenne. Oh Gott, nein, 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 schnell zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Ich wurde weggestetzelt. Aua. Das hat weh getan. Oh, das ist ja wirklich richtig, richtig doll lustig, Kater. Hier kommt einfach Lava und warte mal, willst du mal die Kiste öffnen? Au, ja, alle und... Lava. Oh, das ist ja so, so, so cool. Jetzt läuft hier alles voll mit Lava und... Ja, hey, du hast es geschafft zu entfliehen. Ja. Oh, sehr cool. Der Troll gefällt mir auch wirklich so, so, so gut. Man will die Kiste hier oben einfach öffnen und da kommt hier wirklich richtig viel Lava. Oh, der Troll ist auch wirklich richtig nice. Okay, okay, Kater, ab zum nächsten Troll und zack. Und Moment mal, der nächste Troll ist hier schon der gelbe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zack, da gehe ich hier drauf. Und Moment mal, was ist das denn hier für ein Troll? Ich glaube, das hier ist ein Eingang und warte mal, was passiert denn, wenn man hier durchläuft? Ich mache hier einen Block hin und dann gehe ich hier hoch und... Moment mal! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da plumpsen einfach Ambosse runter. Was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und Achtung und zack und... Oh, das ist ja so cool. Moment mal. Ich will hier einfach reinlaufen. So und so und so. Und, ouchi. Hey, was soll das denn? Man kriegt einfach von dem Amboss Damage. Das ist ja so cool. Und wenn du jetzt nochmal durchläufst, Kater, da bekommst du auch richtig gut Damage. Und du willst ja durchlaufen. No. Oh, das ist ja so doll lustig. Der Troll gefällt mir auch wirklich richtig gut. Und Moment mal. Na, wenn der Amboss noch weiter oben ist, dann wird man einfach weggeschnetzelt. Oh, stimmt. Und, oh Gott, das ist ja richtig schmerzhaft. Oh, das stimmt. Aber der Troll ist auch wirklich richtig, richtig cool. Okay, okay, ab zum nächsten Troll, Katja. Ich folg dir. Und hopps, da gehen wir hier wieder lang. Und Moment mal, die ersten drei Trolls haben wir jetzt schon gesehen. Die waren wirklich richtig, richtig cool. Und jetzt geht's hier weiter zum orangenen Troll. Und zack. Oh, und schau mal, Katja. Was ist das denn für ein cooler Troll? Wenn man hier den Diamant abbaut, so zack, 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 dann wird da hinten das Redstone-Signal ausgelöst und dann explodiert hier alles so und so und Gott, so. Oh Gott. Ich baue den Diamant ab und schau mal, Kater, ich habe gleich den Diamant abgebaut und Achtung, so und so und so und... Oh, Moment mal. Das ist ja richtig lustiger Troll. Es hört sich so an, als ob das TNT explodiert, obwohl es gar nicht explodiert. Das ist ja so nice. Und Moment mal. Na, du musst dir vorstellen, dass das hier alles Stein ist und dann sieht man hier hinten dran natürlich auch das TNT nicht. Und wenn man dann einfach den Diamant abbaut, dann explodiert hier alles. Oh, das ist ja wirklich ein richtig lustiger Troll. Und warte mal, jetzt kannst du den Diamant nochmal abbauen. Und zack, warte mal, dann baue ich hier alles ab. Aber so, so nice. Oh, das stimmt. Das ist wirklich so doll lustig. Und Seite setzt. Zack, ich helfe dir ein bisschen so und so und so. Ja. Du hast ihn gleich abgebaut und gleich hört man wieder den TNT-Sound. So cool. Und? Ach Mann,
Man denkt, hier wird einfach alles explodieren, obwohl hier gar nichts explodiert. Ach, das ist richtig doll lustig. Und warte mal, wenn man die Blöcke einfach durch echte TNT-Blöcke ersetzt, dann explodiert hier einfach alles. Oh, stimmt. Wie nice ist das denn? Und schau mal, Kater, ich habe das jetzt ein bisschen umgebaut. Jetzt kann man hier hinten auch nicht durchschauen und sieht hier den Diamanten. Und wenn man den Diamant abbaut, dann geht hier die Redstone-Torch weg und das echte TNT explodiert und... Oh, du baust die ja schon ab. Oh, das ist ja wirklich so doll lustig. Achtung, gleich explodiert hier alles. Ach, Mann, das ist wirklich so cool. Und es geht gleich los. Und du hast den Diamant abgebaut und... Oh, renn, Katja, renn. Oh, das ist ja so cool. Und gleich explodiert sie und zack. Oh, so nice. Das war lustig. Oh, das stimmt. Der Troll ist wirklich so cool. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Troll. Und zack, da gehen wir hier hin. Und der nächste Troll ist hier der rote Troll. Oh, ich bin so doll gespannt. Oh, stimmt. Und Moment mal, was ist das denn hier für ein Troll? Man kann hier oben hingehen und ich drücke auf die Platte und... Hey! Ich bin hier eingesperrt. Oh, richtig nice. Das ist lustig. Vor allem, du siehst aus, naja, wie so ein kleiner Sonnenschirm. Und Moment mal, du kommst hier gar nicht mehr raus. Och, Mann, was soll das denn? Oh. Ich bin hier die ganze Zeit auf den Druckplatten. Und naja, wenn ich eine Druckplatte berühre, dann fallen sich hier einfach die Blöcke nach oben. Und ich komme hier nicht mehr raus. Katja, willst du mir helfen? Moment mal, ich guck mal. Warte, ich baue das hier ab. Bitteschön. Oh, danke schön. So cool. Und... Zack. Und Moment mal, jetzt bist du dran. Und jetzt gehst du hier oben drauf und die Pisten fahren hoch. Und jetzt bist du auch hier oben eingesperrt. Hallo, Katja, da? Oh, das ist ja so ein lustiger Troll. Ich habe hier eine kleine Katja gefangen. Hallo, Katja. Ach, Mann. Oh, das ist so doll lustig. Soll ich dich wieder rauslassen? Ja, bitte. Schnell! Und Moment mal, ich kann dich nicht mehr rauslassen. Wieso geht es nicht? Karte, ich kann dich nicht hier rauslassen. Oh. Ich helfe dir so und so und so. Bitteschön. Danke. Oh, der Troll ist ja auch so cool. Man kann hier einfach hoch und zack, jetzt ist man hier gefangen. So nice. Der hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Und zack, ab zum nächsten Troll. Oh, so cool. Und der nächste Troll ist hier der pinke Troll tatsächlich. Oh, nice. Und zack, auch richtig cool. Oh, was ist das denn? Ich sehe hier Kuchen. Schau mal. Moment mal. Ich glaube, wenn man ein bisschen hier von dem Kuchen nascht, dann explodiert das TNT hier unten. Oh, das kann sein. Moment mal. Ich gehe mir mal was zum Essen holen. So und nam Kuchen und... Oh, pass auf! Oh Gott. Und es explodiert alles. Oh, so cool. Das ist wirklich eine richtig coole Falle. Und Moment mal, wo ist der Kuchen hin? Hab ihn aufgegessen. Ach, Katja. Das ist ja so ein lustiger Troll. Oh, der gefällt mir richtig gut. Wenn man hier nach oben hingeht und den Kuchen hier auf dem Boden sieht und naja, ein bisschen davon nascht, dann wird sofort das TNT ausgelöst und hier explodiert alles. Und warte mal, Katja, soll ich mal echtes TNT hier hinsetzen? Oh ja. Und schau mal, Katja, jetzt habe ich hier echtes TNT unten dran gemacht und hier oben überall Wiese. Und jetzt sieht man den Kuchen hier auf der Wiese stehen. Und wenn ich jetzt was esse, das TNT wird ausgelöst und explodiert gleich und zack. Oh, das war ja so cool. Richtig nice. Und jetzt geht's hier weiter mit dem lilanen Troll. Und zack und warte mal. Oh, schau mal, was ist denn hier los? Wenn man die Melone ernten will, so zack. Dann baut man die ab und dann explodiert alles. Das ist ja eine coole Idee. Oh, so nice. Wenn man hier vorbeiläuft und ein bisschen Hunger hat und naja, einfach die Melone abbauen will, dann geht die Falle los. Das ist ja richtig mies und fies tatsächlich. Und schau mal, Katja, jetzt ist hier unten echtes TNT. Und wenn ich jetzt hier nach oben gehe und naja, die Melone sehe und die wegnaschen will, dann baue ich sie ab. So. Und das TNT wird ausgelöst. Achtung. Und jetzt wird gleich alles weggeschnetzelt. Und zack. Oh, so cool. Das ist wirklich richtig nice. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Farbe. Und der nächste richtig coole Troll ist hier der blaue Troll. Und warte mal, was ist das denn hier für ein Troll? Der sieht ja richtig lustig aus. Hier ist ein Minecart und warte mal, wenn das Minecart hier über die Schienen drüber fährt, dann wird das ganze TNT hier ausgelöst. Oh, das ist ja wirklich ein richtig cooler Troll. Und warte mal, guck mal, Katja, ich habe Minecart für dich. Damit kannst du ein bisschen langfahren. So, bitte einsteigen. Und bye. Und du fährst hier drüber und jetzt explodiert hier gleich alles. Oh Gott. Die explodieren. Oh, so nice. Hallo, guck mal, hier wurde alles weggeschnetzelt. Oh, wie cool ist das denn? Okay. Wenn man sich hier in das Minecart reinsetzt und losfährt, dann wird das hier ausgelöst und das TNT wird auch ausgelöst. Oh, das ist ja wirklich ein richtig lustiger Troll. Man kann wirklich eine richtig coole Minecart-Strecke bauen und, naja, einfach TNT hier drunter setzen. Oh, so nice. Und guck mal, ich kann wieder zurückfahren und zack, das TNT wird wieder ausgelöst. Und hier wird wirklich alles weggeschnetzelt. Oh, sehr lustig. Oh,
der Troll hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Okay, okay, Kater, dann geht's wieder zurück zum Spawn. Und jetzt kommen wir zum hellblauen Troll. Und zack, und Moment mal, was ist das denn hier so und so und so? Oh, schau dir das mal an. Wenn du hier im Ofen was braten willst, dann wird hier das Redstone-Signal ausgelöst und dann explodiert hier alles. Oh, stimmt, Moment mal. Ich würde gerne, dass hier braten geht. Das, Entschuldigung, und so und so und... Das TNT wurde ausgelöst. Oh, ist so lustig. Der Redstone-Repeater und das ganze TNT kann man wirklich richtig, richtig gut hinter der Wand verstecken und, naja, dann explodiert einfach alles und man sieht es einfach gar nicht. Das ist hier wirklich so doll lustig. Und Moment mal, man kann hier ins Häuslein reingehen. So und so, ich will ein bisschen Fleisch braten und... Katja, du hast das TNT schon ausgelöst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ganze Haus explodiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist ja so, so, so lustig. Oh, stimmt. Hier ist einfach alles weg, naja, zersprengt. Oh, das stimmt. Der Ofentroll ist ja wirklich richtig mies und fies, weil ich meine, man sieht es ja gar nicht so und so. Ich mach das rein und das TNT wird wieder ausgelöst. So nice. Okay, okay, dann gehen wir wieder zurück. Und Moment mal, Kater, jetzt kommen wir zum diamantenen Troll. Oh, ich bin so doll gespannt. Und Moment mal, hier entlang. Und schau dir das mal an. Was ist das denn hier für ein lustiger Troll? Der sieht hier wirklich richtig, richtig nice aus. Und der sieht auch wirklich richtig kompliziert aus. Moment mal. Wir müssen mal ganz kurz hier hoch. So, ich gehe uns gleich mal was bauen. So, so, so. Und zack, so. Oh, Moment mal. Hier steht, wir sollen den Knopf drücken, damit wir einen Diamant bekommen. Und bye, bye. Epic. Moment mal. Was? Das ist ja so lustig. Hier öffnet sich einfach der Boden und man plumpst einfach nach unten. Moment mal, ich hätte gern einen Diamant. Und zack und hey, ach Mann, ich plumps auch nach unten. Und schau mal, Kater, wenn du jetzt hier dich draufstellst und du da drauf drückst und zack und bye bye, tschüssi. Oh, das ist ja wirklich ein richtig lustiger Troll und du bist aus der Welt geplumpst. So cool und zack, ich drücke hier nochmal drauf, der Boden öffnet sich und man plumpst einfach nach unten. Oh, das ist wirklich der allerbeste Troll, der ist wirklich so doll lustig. Und warte mal, Katja, wo bist du? Muss wiederkommen, Moment mal und zack und hallihallo. Hallo Katja, oh, sehr nice. Der diamantene Troll gefällt mir wirklich so gut und zack und man plumpst einfach nach unten. So cool. Die ganzen Trolls haben wirklich richtig, richtig doll viel Spaß gemacht. Und warte mal, Katja, was war denn dein Lieblingstroll? Oh, ich glaube, einer meiner Lieblingstrolle. Naja, war das hier gerade. Das ist so lustig. Vor allem, jeder möchte doch einen Diamant haben. Und dann geht man da einfach runterfallen. Das ist so, so fies. Oh, das stimmt. Mein aller Lieblingstroll war der Melonentroll. Das war so lustig. Man hat einfach die Melone abgebaut und dann ist alles explodiert. So cool. Oh, stimmt. Das war auch sehr nice. Oh, ja. Okay, Leute, ihr könnt jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, welchen Troll ihr am allerbesten fandet. Das wird mich wirklich richtig, richtig doll interessieren. So cool. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.